Eifeler mit Würschinken ohne Kloß. Das kannst du nicht machen. Nicht vor die ganzen Leute, nicht in Bamberg. Ich wollte ja nach Nürnberg fahren. Wisst ihr was? Ist doch egal. Hey, Jungs. Na, habt ihr Spaß? Was ist das denn? Das ist ein Junggesellenabschied. Ohne Weiber. Wart, Miri. Das meint er nicht so. Oh, doch, das meint er so. Unnötig zu erwähnen, dass wir Jason an diesem Abend nicht mehr gesehen haben. Und auch Checo sagte das, was er immer sagt, wenn er genau das 10. Bier intus hat. Ich muss los. Und mit dieser Gurkentruppe fahre ich bald zum 10. Mal nach Mallorca. Gleicher Strand, gleiches Hotel. Garantieren wir Checo wieder Rennbanane fahren. Ist doch lustig. Nee. Lustig war's früher, als wir alle noch cool waren. Looking for a little affection. I took a shot as a connection on the love connection. The audience voted, and you know they picked a winner. That's why I thought you'd play around with Tony Tomatina. You know what I'm saying? That pitch is a monster, y'all. Take it, Tony Tomatina. Alter, das kannst du mir doch nicht antun. Mensch, Pichi, wir können doch nicht bis 80 durch Kneipen ziehen und Unsinn machen. Ja, irgendwann muss auch mal knirschen. Was muss denn bitte knirschen? Die Kiesauffahrt von meinem eigenen Häuschen. Ich will einen Schritt weitergehen, Pichi. Also, dass ihr da rauszieht, das verstehe ich echt nicht. Bist du nur eine Viertelstunde von hier? Eine Viertelstunde? Mit dem Auto oder zu Fuß? Ich will Familie, Pichi. Ich will Kinder. Mit Piggy? Mit wem denn sonst? Schon vergessen, ich heirate übermorgen. Ja, stimmt, aber was? Was ist denn dein Plan eigentlich so? Ne? Wie geht's mit dir und der Biene bei? Also, zumindest ziehen wir schon mal nicht raus. Das ist alles. Ihr zieht nicht raus. Das ist dein Lebensplan. Ihr seid doch jetzt 8 Jahre zusammen. Auf was wartest du? Aber es geht doch hier nicht um Biene. Was denn sonst? Ja, ums ganze Leben. Ich will einfach nicht so enden wie alle anderen auch, ja? In so einem spießigen Reihenhäuschen mit so einem sauber polierten Familienman davor und einem Bierbauch wie Checo. Ja, was du natürlich verhindern tust, indem du nicht rausziehst. Ja, richtig. Ich hätte gerne noch so einen Gin Tonic und mein Freund hier, dem machst du mal irgendwas, was ihn so richtig flasht. Soffenes Vibesvolk. Das war er dann also. Arnes letzter Abend in Freiheit. Al, ich muss dir was sagen. Ich glaube, ich kann meine Freundin nicht ausstehen. Sieh dich auch nicht, Pichi. Und ich muss dir noch was sagen, bevor du heiratest. Deine Freundin spricht wie eine Ente. Das weiß ich. Gut. Träum was Schönes, mein Gutster. Quack. Quack, quack. Das nimmt man eigentlich mit Wasser. Kommst du auch gleich? Ich mache mich nur noch fürs Bett fertig. Wie war es denn überhaupt? Auf jeden Fall war es. Keiner wollte mit mir nach Nürnberg fahren. Also ich wäre mitgefahren. Hallo? Hallo? Ich war Marketingleiter in einer der ältesten Brauereien Bambergs. Ein cooler Job eigentlich, denn das Bier schmeckte sensationell und gut bezahlt wurde ich auch. Es gab nur ein kleines Problem und das war ich. Ah, herrlich! A Kellerbier am Morgen, kurz sind alle Sorgen. Willkommen zur letzten Sitzung vom Sommerurlaub. Wie ihr vielleicht wisst, hat unser geschätzter Kollege Greulich vom Marketing sich so bei Gedanken gemacht, wie man unseren Profit noch ein wenig, wie sagt man heute doch, optimieren können. Greulich? Ja, danke. Also Punkt 1, Entwicklung eines Online-Shops. Fats. Was? Fats. Und ein Bier wird gekauft, was gemacht wird. Und das ist schon mal nicht im Internet. Weiter gräulich draußen, schönes Wetter.
Punkt 2, Einführung von alkoholfreiem Bier. Was? Wer soll denn so eine umdrehungslose Katzenbrumse trinken? Also laut der letzten Marktforschung besteht die Kernzielgruppe aus Sportlern, Schwangeren und Muslimen. Will genauer. Wenn Sie jetzt einmal so an die letzten Jahre denken, wie oft hat der schwangere Muslimin auf dem Rennrad nach einem alkoholfreien Bier gefragt? Na prima! Nur was gräulich? Oh. Was macht dein Kater, Mauser? Alles im Griff. Ich hab das, was dich aufmuntert. Was denn? Komm. Jetzt sag schon, was mich aufmuntert. Ist Mallorca abgesagt vielleicht? Hab da mal eine Viertelstunde Geduld. Eine Viertelstunde? Da sind wir. Hier. Aber hier ist ja gar nichts. Eben. Hey, was feiern wir denn? Habe ich was verschützt? Also, dein Vater und ich, wir haben so ein bisschen gerechnet die letzten Tage. Mein Vater und du? Ja, was habt ihr denn so gerechnet? An der Finanzierung für das Grundstück. Und was ist dabei so rausgekommen? Wir haben es reserviert. Freust du dich gar nicht? Doch, freue ich mich. Irgendwie. Also ein bisschen ganz tief innen drin. Pass mal auf. Hier wäre das Wohnzimmer. Schön. Und da. Hier die Küche. Bad. Mhm. Schlafzimmer, Kinderzimmer. Der Blick ist der Hammer. Entschuldigung, was wäre das für ein Zimmer da? Das Schlafzimmer. Nee, ich meine das andere. Das Kinderzimmer. Och, Peachy, das nur für den Fall der Fälle. Ich meine, wir sind 8 Jahre zusammen, da muss man auch mal einen Schritt weitergehen. Ja, doch nicht ausgerechnet heute. Ich meine, natürlich, wir haben gesagt, irgendwann, da müssen wir uns entscheiden. Aber wann ist irgendwann für dich? Wann ist irgendwann? Also, irgendwann ist zumindest schon nicht heute und schon gar nicht unter der Woche. Also, ich finde, ein Baby würde uns gut tun. Bitte was? Ein Baby. Baby. Aber ein Baby hat doch noch nie eine Beziehung gerettet. Biene. Biene, es tut mir leid. Biene? Biene! Es tut mir leid! Bitte! Biene! Es tut mir leid! Biene! Keine 3 Stunden später rettete mich Jason aus dem grünen Nichts. Ich beschloss, dass Biene die Worte Grundstück und Baby nie gesagt hatte. Und natürlich würde es mich aufmuntern, wenn meine Hochzeitsüberraschung für Arne klappte. Das ist ja geiler als die Rennbanane auf Malle. Malle, ey. Was ist denn los mit dem? Der stand mit einer leeren Sektflasche kurz vor Stegaurach, 15 Minuten von hier. Ey, ich steh vor dir, frag doch einfach mich. Was ist denn los mit dir? Geh dich den Scheißdreck an. Grüß Gott, die Herrschaften. Grüß Gott, Herr Braun. Gott. Ich dachte, dass Sie da sind. Ja, muss doch wissen, was ich mir ein Brautpaar zumuten kann. Ja, dann wird wohl das Beste sein, Sie setzen sich mal drauf. Ah, ich weiß nicht recht. Bin ich schon ein wenig alt dafür, oder? Ach, was? Rauf auf den Bullen und festhalten, dass nichts passiert? Naja, unser Herrgott reitet ja mit. Jetzt schauen wir mal. Wie geht das? Ach, keine Angst, Gott reitet mit. Oh. Oh. Ach, was? Das bin ich doch. Gott hätte sich besser festgehalten, oder? Schlüsselbeinbruch ohne Gehirnerschütterung. Ja, wobei das Schlüsselbein eigentlich nur angebrochen ist. Sag der Arzt. Ich hab's gewusst. Ich hab's einfach gewusst, dass du es wieder irgendwie versendest. Es gibt aber auch eine positive Nachricht. Ich habe jetzt schon einen Ersatzfahrer gefunden für morgen. Ich war gerade bei ihm. Ah, der Fußballverrückte. Dürfte ich als Braut vielleicht auch erfahren, wer unser Fahrer ist? Nee. Grüß Gott zusammen! Ich konnte es essen.
falsche Info gehabt. Komm, mach mal Nucke, Mann. Mach mal. Lieber Arne, liebe weiße Frau, ihr seid heute in der Haus von der liebe Gott gelatscht, um euch das Jawort zu geben für die zweite Halbzeit von eurer Lebe. Nee, Bau. Ist ja so. Die Ehe ist ein Fußballspiel. Manchmal schön und spannend, aber manchmal auch brutal. Und du willst wegklatschen, bevor der abpfiff. Aber nee, das geht nicht. Wenn du bist intim, dann bist du intim. Und du bist rein in den Zweikampf. Und wenn du gut machst, Frau wird rund. So, wir kommen jetzt zu dem Wichtigsten von allen. Manche sagen, das zu Trauformel. Ich sage, Elfmeter ohne Torwart. Lieber Arne, gelobst du deine Ente zu Liebe und zu Ehre, bis in alle Zeit, und wenn sein muss, auch bis in Verlängerung? Ja. Ah, du gut. Und du, weiße Frau? Ja. Jetzt konnte ich Kussi machen. Dann erkläre ich euch von der ganzen Mannschaft für Eheleute. Bitte weiße Popo erhebe für Lied Nummer 783. Es gibt nur ein Rudi Voller. Der erste Teil des Entenplans war schon mal aufgegangen. Heiraten, Baby, Haus. Quack, quack, quack. Und irgendwie wurde ich das Gefühl nicht los, dass die Ente mir die Sache mit dem Pfarrer übel nahm. Ich hasse dich. Glückwunsch. Alles leid. Jetzt half nur noch eins. Gegenfeuer. Wer von euch hat in der Regel mehr Lust auf? Alle waren wirklich gut drauf. Und ich hatte auch Spaß. Denn je bekloppter die Spiele waren, desto weniger musste ich an Kunststücke und Babys denken. Sag mal, was hast du eigentlich zur Hochzeit beigetragen? Ich habe sie nicht verhindert. Und zur Krönung gab es noch die monatelang anstudierte Sahnenummer von Biene und Steffi. Aber bitte mit Ahne. Eine winzige Kleinigkeit hatte ich bei meinen 2 Sekt, 3 Bier und 4 Gläsern Frankenwein allerdings nicht bedacht. Und hier kommt der beste Freund des Bräutigams. Hier ist Pichi Fröhlich mit seiner Akkordeonnummer. Liebe Ahne, liebe Freunde, Ente. An so einem Tag wie heute, da komme sogar ich ein bisschen ins Grübeln. Na Gott sei Dank, hä? Weil heute ist der Tag, an dem ich meinen besten Freund verliere. An eine Ente. Naja, gerade vorhin habe ich mir noch gedacht, wie unspektakulär das so eine Hochzeit ist. Ich meine, wie lange träumen Frauen von diesem wichtigen Tag? Und dann kommt dieser wichtige Tag einfach so um die Ecke. Und alles geht ratzfatz. Ja, ich will auch. Küss den Arm und Ring drüber. Fertig. Das war dann der wichtigste Tag meines Lebens. Okay. Ich habe die Hochzeitsnacht vergessen. Aber ihr wisst ja, wie Bescheid, oder? Knick, knack. Oder in eurem Fall besser. Quick, quack. Dings, wo ich stehen bin? Du wolltest dich setzen. Quack, 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 quack. Alles klar. Dieser Typ, und das zieht er euch jetzt mal rein, ja, hat eine Prepaid-Karte in seinem Handy, weil er sich nicht an irgendeine Telefongesellschaft binden will. Macht aber gleichzeitig einen 50-Jahres-Vertrag mit einer Ente. Ja, wie auch immer. Du musst ja nicht verstehen, wir werden eh nie heiraten. Genießt jeden Tag, ich meine, man weiß ja auch nicht, wie lang es gut geht. Los! Du hast schon genug gehabt. Ich wollte ihm sowieso gleich sagen, dass er einen Arschloch hat. Sie ist ausgelaufen, kümmere dich mal. Als nächstes kommen Miri und Chase. Bienchen? Quack, quack. Was sollte das? Du hast alle beleidigt und mich auch. Aber Arne hat eine Prepaid-Karte. Das ist das Einzige, was dir dazu einfällt. Nein, warte. Es tut mir leid. Was tut dir leid? Das mit dem Grundstück. Und das mit dem Baby. Und das eben auch. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Also in erster Linie bist du mal sternhageldicht. Richtig. Aber sag mal, hast du deine Pille dabei? Ja. Gib mal.
machst du denn? Hör auf! Du weißt doch gar nicht, was das mit einem Mann macht, wenn er die Pille nimmt. Aber ich weiß, was mit einer Frau macht, wenn sie es nicht nimmt. Was? Was meinst du? Lass uns einen Schritt weitergehen. Lass uns ein Baby machen. Auf Mallorca. Vom Mausbär und vom Bienchen. So ein klitzekleines Mausebienchen. Ein Baby, meinst du echt? Baby, war ich echt? Wow. Ein Baby machen. Auf Mallorca. Auf Mallorca. Baby. Auf Mallorca. Baby machen auf Mallorca. Baby machen auf Mallorca. Angst, Fitchi. Das Baby ist gar nicht nicht. Fitchi, Baby machen auf Mallorca. Mausbär? Herr Pitschi Gröhlich, gebucht auf Flug XQ3178 nach Mallorca, wird dringend zu Schalter 37 gebeten. No. Attention, por favor. Último aviso al pasajero. Señor Pitschi Gröhlich, podría acostarse con Binchen, por favor. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart, you're really a part of me. Yes, I've got you under my skin. Yes, I've got you under my skin. Letzter Aufruf. Herr Pitschi Gröhlich, gebucht auf Flug XQ3178 nach Mallorca, wird dringend zu Schalter 37 gebeten. Mausbär, was ist mit dir passiert? Ich bin ausgeraubt worden. Reise, hast du Geld? Alles weg. Heiliger, und das in Nürnberg. Entschuldigen Sie, aber ich muss den Flug jetzt schließen. Also, wenn Sie noch mitwollen. Ich bleib natürlich da. Ist doch Quatsch. Ich meine, ihr fliegt und ich bleib da, bis alles geregelt ist. Der eine Tag. So ein Pechmann, du Armer. Ich bin immer wieder bei dir. Ist auch gut so, weil ich vermisse dich jetzt schon. Hallo. Hallo. Welches Flugziel ist denn viel zu weit? Zu weit von wo? Naja, von hier. Buenos Aires. Passt. Nehme ich. Okay. Einfach oder hin und zurück? Ohne zurück. Mutig. Liebe Pina, wenn du das hier liest, bin ich in Buenos Aires, Argentinien. Ich weiß auch nicht, warum. Nee, das klingt ja blöd. Vielleicht hast du auch schon gemerkt, dass... Ja, was denn? Ich weiß, Sie wollen wirklich weit weg, aber wir wollten trotzdem noch nicht. Nee, ich wollte Sie eigentlich ganz was anderes fragen. Also mal angenommen, Ihr Freund oder Mann, den Sie sehr lieben, der würde Sie verlassen. Also was müssen wir machen, dass Sie ihm nicht mehr nachtrauen? Das fragen Sie mich jetzt allen Ernstes. Ja, das frage ich Sie allen Ernstes. Ist eigentlich ganz einfach. Der müsste sich als Riesenarsch entpuppen. Als Riesenarsch? Riesenarsch. Mann, danke, Sie wissen gar nicht, wie sehr Sie mir damit geholfen haben. Mit Ihrem Riesenarsch. Liebe Biene, wenn du dies hier liest, bin ich in Buenos Aires, Argentinien. Ich musste einfach abhauen. Es ging nicht mehr. Den Überfall am Flughafen, den habe ich vorgetäuscht, weil ich kein Baby mit dir will und auch kein Haus mit Kies aufhat.
den Frühstückstisch am Vorabend decken mit Filzeier wärmen. Ganz ehrlich, das kann's nicht gewesen sein für mich. Wir haben uns ein Penthouse gemietet. Ja, du hast richtig gelesen, wir. Ich bin jetzt mit einem argentinischen Model zusammen. Sie ist schlank, brünett und sie macht halt auch im Bett alles mit, auf was dein Mausbär so steht. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und dass du bald jemanden findest, mit dem du was in deinem Kinderzimmer stellen kannst. Aus der Sonne Argentiniens grüßt dich dein Pitchy. Schnapp ich mir auch. Ja, 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 ja. Und dreht es Bosch auf das Sex, oder? Ja, ja. Adela, ja, ja. Ja, Pitchy, der Alemannia. Die question. Apartamento Libre now? Si, si, super. I come, gracias. Also, wenn ich so Spanisch sprechen könnte, wäre ich schon heavy. Pitchy, der Telefono von eben. Appartamento Libre? Appartamento Libre. Gracias. Soy Pedro, el proprietario. ¿Te viniste de la playa? No, I'm Pitchy. Ah, entra. Esto es el límite. No toques nada. No toques nada. Hey, crazy dog, ¿eh? Crazy. Es perfecto. Sí, yo soy peluquero de animales. ¿Peluquero? Peluquero. Yo corto gatos, perros y tigres. Tío. Ay, ya. Por acá. La cocina. Acá lo mismo, ¿eh? No toques nada. ¿No toques nada? No toques nada. ¡Au! ¿Ok? ¿Ok? Tu habitación. Taxi. Aquí está. Okay, what's the name? Tokyo Hotel? No, se llama Taxi. Taxi? ¿Soy Taxi? Taxi, 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 Taxi. Pagar, ahora. Yeah. Sí. Yeah. Está bien. Gracias. Yes. Buenos días, Argentina. Argentina. Ojo, te veo. Und da schon. Heiliger! Was ist das eine Sauerei? Gräulich. Pitchy, wie geht's dir denn? So, ich hab die ganze Zeit versucht, dich zu erreichen. Zu Hause, im Büro, auf dem Handy. Wo bist du? Na, im Bad. Klingt's komisch irgendwie. Ist alles gut? Nee, das ist alles super. Ich meine, bis auf die Schrammen und den Ärger halt mit den Papieren und so. Und wann kommst du? Ha! Du, das ist jetzt lustig, dass du mir das jetzt fragst, weil in dem Moment wollte ich gerade nach Flügen gucken. Ich komm ganz bald, ja? Dann kannst du mir Gefallen tun und ein Schild im Bastelwehr raushängen, dass ich im Urlaub bin. Das habe ich vergessen. Ja, ja, klar. Klar, das kann ich machen. Im Baumarkt gibt's Heizpilze im Angebot, hat Checos Mutter gesagt. Für 49 Euro. Wahnsinn. Ich kauf einen. ¿Qué carajo hiciste con la bañera? Mira, era dulce. Wer ist denn da mit dir im Bad? El color de frío de mi madre. Hallo? Das ist der spanische Handwerker wegen unserer undichten Duschkabine. Du, ich hab jetzt grad Stress, ich meld mich später. Ja, tschüss. Das war schmutzig. So. Hier. Wie war Diego Maradona? I'm a Boca-Fan. Ey, Schweinsteiger, el baño no estaba sucio. O te adaptas o te buscas otra habitación. ¿Me entendés, cleaning man? Espera. And learn some Spanish. Por favor. Qué quilombo. Hey.
Sasha Wu? No. Hey, funny job, eh? Ha, ha, very funny, eh? You think it's funny? Hey! Je ne sais. Si, si. Si. Si, creo que sí. Sí, sí. Espera un momento. Hola. I'm Pitchy. I want to learn Spanish. ¿Alemán? No, español. Ob du Deutscher bist? Ach so, ja, natürlich. Okay, Pachi, zuerst den Einstufungstest ausfüllen, bitte. Kein Thema. Unten im Foyer, bitte. Da. Danke. Sí, soy. Esta noche. Espera un momento. Sí. Es ist Fung Fu. Was hast du bis jetzt gemacht? Na, den Test. Vamos a la playa. Ist das alles? Dale, dann morgen ab 9 Uhr in Kurs 1a. Cool. Was bedeutet das? Totale Anfänger ohne die geringste Vorkenntnisse. Everything's a mess and now I know something's wrong. I must confess, I would never let you go again. Now I know I have to show, but I need you more than I can tell. Feels like I'm in bloody hell. I'm so insecure, I ask myself, where is the love? Looking for something. Gracias. Du bist Deutscher? Ja. Oh, ich bin Stefano. Heute Abend, wir haben deutsche Spiele vom Fass. Echt? Habt ihr auch Bratwurst? Hä? Ist wurscht. Wir sehen uns heute Abend. So weit kommt's noch, und das am ersten Tag in Argentinien. Sorry, I did not see the dog. Yo no hablo inglés. Si lo pisas otra vez a taxi, agárrate. Vos sos un malvador, un maltratador de perros. Gracias. Und hier noch was. Buenas noches. Typ aus dem Bus? Ja. Enrico? Me llamo Enrico y soy de Milano. Bien. Y Adelaide? Mi llamo Adelheid y soy aus Bamberg. De Bamberg. De Bamberg. Pachi, ¿de dónde sos tú?
Mi amo Pichi. I soy de... I soy de Berlin. Muy bien. Muy bien. Sì, ci vediamo dopo. Ich sag's ihm ja, Adele. Pichi, Abine hatte ich auch gerufen, du sollst den Moll zurückrufen. Ich hab dich nicht gesehen und dachte, vielleicht ist was Wichtiges. Jetzt ist es was Wichtiges. Glaub ihm kein Wort. Wer war die Frau eben? Also deswegen rufe ich hier an, damit du dir keine Sorgen machen musst, weil die Frau am Telefon, das war die Adelheid. Wer ist denn die Adelheid? Also, Au! Die Adelheid? Es ist so, der alte Seppelpeter hat mir eine neue Kollegin vor die Nase gesetzt. Im Urlaub. Der hat jemanden eingestellt, während du im Urlaub warst? Ja, so ist es. Das tut weh, oder? Ja, so ein Kackfrech ist sie. Geht einfach an mein Handy ran. Mensch, ich hab schon gedacht, du hast eine andere kennengelernt. Also das ist doch Quatsch. Ich meine, den soll ich schon groß kennenlernen. Wie sieht die denn aus, die Adelheid? Bist du noch dran? Ja, ja, ich bin noch dran. Also die ist ziemlich fett eigentlich und ungepflegt. Ach, Mausbär. Ich hab echt ein schlechtes Gewissen. Ich lieg hier faul am Meer und du kämpfst um deinen Job da. Nee, das musst du doch nicht. Ich meine, es kann ja sein, dass ich noch eine Weile in Bamberg bleiben muss. Ja, das verstehe ich. Aber ein Wort von dir und ich komme nach Hause, ja? Ach, ich hab dir eine Mail geschickt mit Anhang. Hast du schon gesehen? Nee, aber mach ich gleich. Gut, tschüss. Tschüss. Darf ich das als Kompliment sehen? Du hast da noch was. Danke. Auf Spanisch? Gracias. Scheiße. Was gibt's, alles gut? Wo zum Teufel bist denn du? Na, auf Mallorca. Bist du nett? Chico sagt, dass du überfallen worden und in Bamberg geblieben bist. Ja, ich wollte dich damit nicht belasten. Ich bin in Bamberg in meiner Wohnung. Kann nicht sein, weil da bin ich. Und jetzt mach mir nicht, dass du im Büro geblieben bist, weil da war ich nämlich gerade. Also gut, ich bin in Argentinien. Argentinien? Ja, was willst du denn jetzt da unten? Naja, ganz einfach. Argentinier werden. Und weißt Biene schon von deinem Argentinier werden? Ja, ja. Also nein. Aber sag mal, kannst du mir einen Gefallen tun? Und zwar, wenn du ein Schild in den Bastelbär hängst, dass Biene im Urlaub ist. Achso, im Baumarkt gibt's Heizpilze im Angebot. Nur 49 Euro, sagt Chicos Mutter. Und was ist jetzt mit der Biene? Ich hab ja schon Schluss gemacht. Also so quasi. Sie weiß es nur noch nicht. Ich habe einen Abschiedsbrief geschrieben, den muss ich nur noch einwerfen. Ja, und den kriegst du noch im Urlaub, oder was? Ja, vielleicht. Also genau. Bis dahin muss ich halt ein bisschen flunkern, aber dann hat sie wenigstens noch einen schönen Urlaub. Bisschen rumflunkern. Ich mach dir jetzt mal einen ganz anderen Vorschlag, mein Gutster. Und zwar, dass du mit deinen fränkischen Biergriffeln Bienes nochmal in der Handy tippst und ihr sagst, was los ist. Und zwar jetzt! Hallo? Pichi? Was für eine Pfeife. Weißt du, Stefano, ich komm einfach nicht rein in die Gesellschaft. Mein Gasthaus kommt auch keiner rein. Von woher kommst du eigentlich? Ich habe im Marketing gearbeitet in so einer Brauerei. In Bamberg. Bamberg! Meine Oma kommt aus Herding! Da sind wir schon beide Bayern. Nee. Du bist Bayern und ich bin Franke. Guck mal. Oh, das ist die Brauhaus. Und hübsch ist das. Oh, du hast Familie auch. Ich Familie? Nee. Das ist nur meine Freundin. Die heißt Biene. Also Sabine. Oh, das ist aber eine tolle Frau. Was machst du denn hier ohne sie? Hab ich doch gesagt, Argentinier werden. Du bist verrückt. Aber egal.
Bin ich auch ein bisschen, manchmal. Prost. Prost. Escuché algo. Taxito, creo que Taxito se fue. Me ayuda, por favor. ¿Me ayudas a buscar a Taxi? Por ahora, vamos, vení. Vení, vení, rápido, rápido. Taxi. Yo busco por aquí. Taxi, Taxito. Mano. Taxi. ¿Eres un taxi? No. Taxi. Taxi. No, gracias. Taxi. Gracias por esa mujer. Verdadero amigo. Amigo, gracias. ¡Taxito, mi amor! ¡Taxi, se fue! ¡Taxi! 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 Pidió una pizza de perro. ¿Eh? ¿Pizza de perro? Sí. Serían 42 pesos. ¿Pesos? Pesos. $42. No comprende. $42. Alemán. Alemán. Gracias. Joder, Dios. Gracias. ¿Fabio le gustaría ser actor? Bien, actor. A Fabio le gustaría ser actor. Y Pachi, ¿qué haces tú? Was heißt denn ich war? Das kommt darauf an, was du sagen willst. Ich war geil, braucht ein anderes Verb als ich war weg. Was heißt denn ich war Marketingchef? Ah, Pachi era jefe de marketing. Pachi era jefe de marketing. Y por qué era? Warum war? Was heißt denn ich habe das Glück, nicht mehr arbeiten zu müssen? Auf Argentinisch. Auf Argentinisch wäre das muy interesante. Muy interesante. Und auf Deutsch gute Fang. Kommst du eigentlich auch zur Milonga? Ist eine echt schöne Tango-Veranstaltung in der Kathedrale. Und wenn du kommst, dann gebe ich dir einen auf. Wegen dem Guy. Echt? So nett? Komm ich gern. Du tanzt doch Tango, oder? Hab ich Tango? Ich bin Tango. Hm? Ah, sehr gut, dass du da bist. Ich brauche deine Hilfe. Ja, und ich brauche deine Hilfe. So, que pasa? Ja, ich habe behauptet, dass ich Tango tanzen kann. Und ja, meinst du, dass ich das als steifer Deutscher zumindest ein bisschen gelernt kriege? Bis heute Abend? Tango lernen bis heute Abend? Das geht nicht. So kurzer Zeit ist ein Ding von Unmöglichkeit. Oh Mann, das habe ich mir gedacht. Sei denn, ja? Sei denn, du hättest einen wirklich guten Privatlehrer. Einen, der wirklich gut Tango kann und der sich ab sofort exklusiv um dich kümmert. Einen, der von jetzt bis zu deiner Verabredung gut mit dir. Einen, der schon ganz in deiner Nähe ist und mit dem du überhaupt nicht rechnen konntest. Du tanzt Tango?
Nein, aber so einen brauchtest du. Ah, Spitz, ne? Ist das der neue Name? So Hirsch. Ja, und übermorgen mache ich große Werbeaktion. Hörst du mir? Ja, also ich glaube, du kannst wirklich Hilfe gebrauchen. Ah, Spitz. Also, Montagmorgen 9 Uhr. Avenida Nuevo de Julio. Am Obelisco. Hier, Betsy, hier bin ich. Das ist nichts übersehen. Gracias. Entschuldigung. So. Ah, Betsy. Hola. Hola, Betsy. Endlich ist der Tango im Haus. Komm. Du mit dem Tango, weißt du, ich bin jetzt gerade ganz blöd mit dem Fuß umgeknickt. Gut, weil Tango ist die beste Therapie. Ein paar Minuten tanzen und du verlierst jeden Schmerz. Also ich glaube, bei mir hilft da eher ein Schnaps oder so. Starkes. Da weiß ich was. Siehst du dieses Paar dort drüben? Aha. Wie es lächelt und flirrt. Das ist das, was ich an Tango so liebe. Mich gehen zu lassen. Mich dem Partner ganz hinzugeben mit allem, was ich habe. Du musst das vorher erst ausgehen lassen. Ja, das weiß ich natürlich. Manche Leute sagen mir, Tango sei nicht nur ein Tanz, sondern ein Versprechen auf Sex. Komm, bitte. Moment, warte. Richtig Tango, Pachi. Danke. Und ich heiße Pichi. Oh, hab ich einen Dosch vom Tanzen. Konntest du mir einen Sprudel holen oder wer sagt man in Berlin? Sprudel. Für mich auch, Pichi. Ich bring diesen fränkischen Fleischklaps. Oh. Sorry, man. I don't speak Portuguese. Vielleicht geht's ja besser, wenn du was isst. Eine Bratwurst oder. Oh! Oh! Taxi ist da. So, vielleicht können wir mal was zusammen machen, also. Dass es dir besser geht. Hier. Laufen lassen, nehmen die Pille.
Ich muss los. Was machen wir denn auf einem Friedhof? Uns kennenlernen? Das ist das Grab von der Familie Duarte, in der Vita Peron. Ach, da ist die Evita drin. Mhm. In einer atombombensicheren Schublade. Gut, dann können Sie wenigstens keine Musicals mehr machen. Oh. Jetzt ist mir das Handy ins Futter gerutscht. Ich komme gleich wieder. Grollig? Maus, wäre gut, dass ich dich erwische. Bei was? Wie bei was? Du musst lauter sprechen. Das Handy ist mir in die Jacke gerutscht. Du hast eine Jacke an im Hochsommer? Pitchy, hast du das Video in meiner Mail mal geguckt? Pitchy? Wer ist denn da? Hallo? 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 Pitchy? Hallo? Hallo? Sag mal, geht's noch? Was war das jetzt? Kannst du mir mal kurz helfen? Schatzführung, geht weiter. Und was kommt jetzt? Meine Wohnung. Ja. Oh. Leck mich fett, was für eine geile Bude ist das? Cool, echt. Kostet Schweinegeld, oder? Ja. Aber ich arbeite auch davor. So. Ich meine, was kostet sowas in Buenos Aires? Tut mir leid, aber ich werde jetzt eine Weile nicht mehr sprechen können. Ha! 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 Halt, stopp, das kannst du nicht machen. Weil, das geht echt nicht. Was ist denn? Hast du keine Lust? Doch schon. Aber wo ist denn hier der nächste Briefkasten? Der nächste was? Ist erledigt? Sí. Gut. Langsam. No puedo. No quiero. Treulich fährst du den Resturlaub bis nach in Judi schleppen und dann im Bett versumpfen. Mensch, treulich, jetzt reißen sie sich einmal zusammen. Das gibt eine saftige Verwandlung. Gerade weil es weniger als 4 Minuten war. Deine Stadtrundfahrten sind ganz schön anstrengend. Ja. Ich hab doch ganz viel zu entdecken. Du hast aber lange keine Stadtrundfahrt mehr gemacht, oder? Naja, ich dachte, wir halten mal ansteigen aus, machen ein paar Fotos. Ich geh mal ganz kurz einen neuen Film anlegen.
bin ich froh, dass du rangehst. Hör mal, ich habe hier einen Einserschuss in der Kiste und krieg keinen mehr hoch, nach nur zweimal. Du gehst auf 40 zu jetzt. Gib dir halt mal eine halbe Stunde. Ich habe aber keine halbe Stunde. Also hast du jetzt einen Tipp für mich? Und komm mir jetzt nicht mit Viagra. Hier ist zufällig keine Apotheke in der Nähe. Was ist denn so wichtig um die Zeit? Okay, horch mal. Ihr habt da mal was gelesen. In Playboy. Und zwar musst du verschauen, dass du irgendwo eine Chilisauce herkriegst. Aber so richtig scharfe. Und dann? Du lässt es über den Finger laufen und steckst ihn schön tief in den Arsch. Finger in Po, Mexiko. Viel Spaß. Ja. Stand nicht in Playboy, oder? Martin! Kommst du wieder? Sekunde noch! Ich wollte mal original argentinisches Steaksoße probieren. Und? Gut. Das war der beste Sex meines Lebens. Für dich auch, ne? Weißt du was, Pachito? Wenn du willst, kannst du zu mir sehen. Was? Jetzt im Ernst? Klar. Ich wohne hier alleine seit meiner Scheidung. Es ist viel zu groß für mich. Und ich mag dich bei mir. Ich meine, was kostet sowas? $1,500 pro Monat. Okay. Also, für jeden. So, jetzt gehen wir aber einen trinken, oder? Was jetzt? Aber wir liegen doch gerade so schön. Auf geht's, sei nicht langweilig. Schlafen können wir, wenn wir tot sind. Ja, aber wo willst du hin? Ist das weit? Weit von wo? Hola. Tengo una reservación. Hallo. Hola. 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 Ella es mi amiga Roberta, sie ist Sudamerika Chef in Fontese Fascia. Encantada. ¿Cómo está? Hola. Hey. Y Matías. Ah, encantado. What are you doing? What am I spending money? Spending money, ¿eh? Sí. Yo por mi parte pienso que un restaurante no puede ser nunca demasiado caro. Así por lo menos no entra cualquier boludo. Si sí, sagt, es je teurer das Restaurant, desto besser. So kommt wenigstens hier das Fußvolk. Yo por principio solo invierto en fármacos, tabaco y armas. Sie investieren in Pharma, Tabak und Waffen. Desarrollo un experimento con animales, para cocina y suricatas. Er entwickelt Tierversuche für Rehkitze und Erdmännchen. Salusita. Was ist denn das? Du bist so süß. So unschuldig.
habe nur gesagt, wenn du nicht damit umgehen kannst, dann nimm's nicht. Was wird das jetzt? Wieso ich dir keinen Tisch fürs Frühstück machen? Sag, hast du viel Eierwärmer? Oh, es geht auch ohne, ne? Vamos a ver, en sus casas, escúchenme. 10 al 0. A ver la brafes mit Kraut. ¿Cuál, perdona? A ver la brafes mit Kraut. Digo muy rápido, ¿vale? A ver la brafes mit Kraut. Ay, es que no te entiendo bien. Dime, repíteme. A ver la brafes mit Kraut. 300 euros. A ver la brafes... Ja, aber... Du, Elektronik, wer kommt im Fernsehen? Schaut's denn aus mit Ficken? Schlecht. Schatz, ich hätte gerne nochmal durchbürst. Schatz. Pichi, mein Schatz, ich hoffe, du sitzt, weil, naja, es gibt Neuigkeiten, gerade was das Ausgehen angeht, weil... Ich kann eine komplette Halbe exen. Das hat Checo mir beigebracht. Entschuldigung. Ich freue mich auf dich. Ich liebe dich. Einfach nicht hin. Ich will nach Hause, zu meinen Freunden und zu Biene. Ich hab doch gleich gesagt, was machst du denn hier ohne sie? Ich liebe sie, weißt du? Trotzdem muss man jetzt mal loslegen. Was soll denn der Scheiß? Ich muss zum Flughafen. Ja, ich fahr dich hin. Aber jetzt laufen wir erstmal Werbung. Vamos! Sag mal, was heißt denn eigentlich Cello de Embargo? Sicher de Embargo? Ich sag Van Siegen. Bist du pleite? Nicht mehr aus. Ich will bei dir sein, ich will dir helfen. Aber das musst du nicht. Ich meine, wann kommst du? Morgen 15.14 Uhr, glaube ich. Freust du dich? Ja, natürlich, Bienchen. Und egal, was passiert, ich liebe dich. Ich dich auch.
Aber was soll denn passieren? Oh. Pachi, der Mann, der das Glück hat, nicht mehr arbeiten zu müssen. Hey. Luna, die Königin des Zahlungsverzugs. Ich wusste gar nicht, dass man Schuhe auch fetten kann. Ja, klar kann man. Und ich bin nicht die einzige Frau, die beschissene Sex in Kauf nimmt, nur um wieder so zu leben wie früher. Aua. Ich muss packen. No, espera. Sí, ich brauche meine Sachen. No, espera. Sorry. Por favor, yo tengo que... Por favor, tengo que decirte algo, pero me salió así. Es perfecta. Amigos. Amigos. Wir löschen jetzt hart durch, ne? Adela? Kennst du Nerds das? Komm aus Bamberg! Und zwar sowas von. Ciao. No Frankfurt, Nürnberg. Gracias. Ah, du hast ein Ticket. Gott sei Dank. Gut, was hast du denn jetzt vor? Neues Leben anfangen? Ich glaube, ich will lieber mein altes wieder zurück. Spitz! Tschüss! Tschüss. Aber hinterlass eine Nachricht nach dem Piep. Anne, wenn du das hier abhörst, ich flehe dich an, du musst den Abschiedsbrief aus dem Briefkasten fischen. Ich meine, zünd den an, brich ihn auf, mach was du willst. Bloß hol ihn raus, okay? Danke. Scheiße. Scheiße, Entschuldigung. Sie an, geben Sie Gas, ja? Ich hab das Pedal total durchtrieben. Schneller geht nicht. Ja? Mausbär? Alles in Ordnung? Super. Du, ich bin schon im Taxi. Oh ja, ich freue mich auf dich. Aber könntest du vielleicht, bevor du nach Hause kommst, Pizzateig mitnehmen? Pizza? Aber wieso? Ich dachte, wir gehen essen im Salino oder so. Was essen wir nur um die Zeit? Aber ich kann doch für uns was machen. Ich habe nur nichts im Haus. Weil ich bin ja im Büro. Jetzt kommt der Chef. Bis gleich. Hallo? Das wird hier meines Bilder nie kapieren. Gebe ich ihn dran, kommt alles raus. Du bist ein Held. Dass du wieder da bist. Ich freue mich auch. Müde siehst du aus. Ja, das war eine harte Woche. Echt Wahnsinn. Trotzdem hast du an alles gedacht. Die schönen Blumen und der Halspilz. Naja, das ist doch selbstverständlich, oder? Bitte, ich muss mal mit dir reden. Ich will mich bei dir entschuldigen. Die Sache mit dem Grundstück hinter deinem Rücken und so, das war echt scheiße von mir. Naja, wir haben es ja nicht gekauft. Und dann die Frage, ob wir Kinder wollen oder nicht. Also... Ich denke nicht, dass das unsere Beziehung kaputt machen darf, oder? Ich bin so froh, dass ich wieder da bin.
Wieso, wo warst du denn? Du, ich meine, dass du wieder da bist, das habe ich doch gemeint. Ich muss ganz kurz auf Toilette, okay? Hast du gesehen? Irgendwelche Idioten haben unseren Briefkasten aufgebrochen und angezündet. Unfassbar, was für Idioten. Ich gehe schon. Frau Gebert, Post für Sie. Eine Expresssendung aus Argentinien? Für mich? Okay, danke. Wiedersehen. Oh, Scheiße. Das ist nicht wahr, oder? Nix ist wahr. Der Brief ist komplett erfunden. Und die argentinische Briefmarke? Ist sie auch erfunden? Nee, aber das ist auch das Einzige, was stimmt. Ich kann das nicht glauben. Lass uns alle nach Mallorca fliegen. Verpiss dich nach Argentinien. Ich wusste, dass da was nicht stimmt. Ja, aber jetzt stimmt wieder alles. Ich habe mich geändert. Ich bin wieder hier bei dir. Das ist doch der Beweis, dass alles wieder stimmt. Weißt du, was ich mich frage? Ich frage mich, mit wem ich 8 Jahre lang zusammen war. Mit deinem Mausewehr! Ich meine, was heißt denn hier wahr? Wer war die Frau am Telefon? Das war Adelheid. Adelheid ist das Model, das so viel besser vögelt als ich, ja? Nee, das war Luna, aber die vögelt gar nicht so viel besser als du. Jetzt lass uns doch reden. Spinnchen. Worüber denn? Wir passen nicht zusammen. Schreibst du doch selber. Aber das war vor einer Woche. Vor einer Woche? Das ist ja putzig. Und heute passen wir wieder zusammen. Und nächste Woche? Spinnchen! Sag nie wieder Bienchen zu mir. Aua! Scheiße! Anne! Wo bleibst du? Komm jetzt! Anne, ist der Hammer, was du alles gemacht hast. Danke. Darf ich reinkommen? Was soll ich sagen, Digi? Ich kenne keine Frau, die dich nicht verlassen hätte, nach der Geschichte. Ich hätte ihn vorher verlassen. Wieso denn überhaupt verlassen? Denken wir nochmal dran. Es wird doch alles wieder, wie es war. Oder? She knows what it is she's doing. Don't know that she knows how deep this will cut. Can't believe you really think we'll make it through this all. You fucked me right up. Just fucked me right up. All alone in the house that we were living. Lieber Pitchy, wenn du dies hier liest, wohne ich schon nicht mehr hier. Ich will kein Baby mehr mit dir und ich will auch kein Häuschen mehr mit Kiesauffahrt. Lächerlich, dass ich es je wollte. Ich werde mich jetzt um mich kümmern. Rücksicht zu nehmen auf einen Mann, der nicht weiß, was er will, den Frühstückstisch am Vorabend decken und einmal 6 im Monat, ganz ehrlich, das reicht mir nicht mehr. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und dass du bald jemanden findest, mit dem du Party machen und dich so richtig ausleben kannst. Deine Sabine. Biene! Es macht das Fenster auf! Bienchen! Ich bin's, dein Mausebär! Es macht das Fenster auf! Kannst du ihm sagen, dass er gehen soll, bitte? Das macht er von alleine, wir lassen uns auf nichts ein. Bienchen, mach die Türe auf. Bienchen. Ich glaube mir, irgendwann geht ihm die Luft aus. Du für mich das größte Glück. Ja, ich hab dich gern. Nein, ich liebe dich. Bienchen. Hast du den Schuss nicht gehört? Was für ein Schuss denn? Es ist vorbei, ja? Aus, wir sind getrennt. Ja, aber ich wollte ganz kurz mit dir reden. Aber ich nicht mit dir.
Gehirn von einer Kuh oder was ist nun mal los? Und weg ist der weiße Männchen. Guck mal, du musst deine Probleme wegrätschen und dein Bierchen zurückholen wie ein echter Stürmer. Ich hab's ja versucht, aber sie will nicht. Oh, sie will nicht. Bist du eine Sisse oder bist du ein Stürmer? Das Spiel ist erst zu Ende bei der Schlusspfiff. Du hast du hier irgendwo geholt eine Schlusspfiff, mein Weißkopf-Buschmann? Nee. Na also, und deswegen kämpfe mal weiter und nicht aufgeben nach der ersten Halbzeit. Denk nach, sei kreativ, mach was Besonderes. Warte, mein Freund, warte. Du darfst niemals vergessen, hörst du, niemals. Es gibt nur ein Rudi Völler. Lauf, mein Junge! Tiptoeing along the line, just in case you're not fine, I'll give in to your needs, 'cause there just might be what you need. Even though it's unknown where the two of us will go, and what darkness will have to see through. Der dreht durch. 'Cause I'm bound by love, and I'm thinking of who I could be. Where there's a will, there's a way. So will you come out and play with me, with me? For every tear that's crossed by me. Mama, pick dir noch ein Sitz. I'll give you space, but you know where I'll be. Jetzt ist Schluss mit lustig. Also für mich hat das doch kein Mann gemacht. In dir ist auch noch kein Mann nach Argentinien geflüchtet. Wahnsinnig. Nee, nicht mehr. Wahnsinnig war ich, als ich abgehauen bin. Da ist ja mein Nachthemd. Ja, das hast du vergessen beim Auszug. Dina, weißt du, ich dachte, dass ich in Buenos Aires vielleicht mein neues Leben finde. Aber jetzt weiß ich, dass keine Stadt der Welt so groß oder aufregend sein kann, dass sie mir das ersetzen kann, was ich wirklich brauche. Und das ist meine Heimat, das sind meine Freunde. Und das bist vor allem du. Und? Also, mein Vater und ich, wir haben so ein bisschen gerechnet. Ihr habt so ein bisschen gerechnet. Was habt ihr denn gerechnet? Eine Finanzierung, hier für das Grundstück. Was kam dabei raus? Wir haben es reserviert. Du freust dich gar nicht. Doch, doch. So ein bisschen. So. Irgendwie. Aber nicht so wirklich, ne? Doch, doch. Irgendwie so ein bisschen. So ganz tief in mir drin. Nee. Nee. Nicht wirklich. Weil? Weil du doch hier gar nicht wohnen willst. Und ich auch nicht mehr. Und wo willst du denn wohnen? So 15 Minuten von hier. Unten in der Stadt. Komm, wir fahren nach Hause. Moment. Liebe Arne, liebe Freunde, Ente. An so einem Tag wie heute, da komme sogar ich ein bisschen ins Grübeln. Na, Gott sei Dank, hä? Weil heute ist der Tag, an dem ich meinen besten Freund verliere. An eine Ente. Naja, gerade vorhin haben wir noch gedacht, wie unspektakulär das so eine Hochzeit ist. Ich meine, wie lange träumen Frauen von diesem wichtigen Tag? Und dann kommt dieser wichtige Tag einfach so um die Ecke. Und alles geht ratzfatz.
Ja, ich will auch. Küsschen, Arm und Ring drüber. Fertig. Das war dann der wichtigste Tag meines Lebens. Okay. Ich habe die Hochzeitsnacht vergessen. Aber wisst ihr, wie Bescheid, oder? Knick, knack. Und in eurem Fall besser. Quick, quack. Dings, wo ich stehen bin? Du wolltest dich setzen. Quack, 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 quack. Alles klar. Dieser Typ, und das zieht er euch jetzt mal all rein, ja, hat eine Prepaid-Karte in seinem Handy, weil er sich nicht an irgendeine Telefongesellschaft binden will. Macht aber gleichzeitig einen 50-Jahres-Vertrag mit einer Ente. Ja, wie auch immer. Du musst ja nicht verstehen, wir werden eh nie heiraten. Genießt jeden Tag. Ich meine, man weiß ja auch nicht, wie lang es gut geht. Prost! Ich war schon genug da. Ah. Ich wollte ihm sowieso gleich sagen, dass er einen Arschloch hat. Sie ist ausgelaufen. Kümmer dich mal. Als nächstes kommen Miri und Chase. Bienchen. Quack, quack. Mama, was sollte das? Du hast alle beleidigt und mich auch. Aber Arne hat eine Prepaid-Karte. Und das ist das Einzige, was dir dazu einfällt. Nein, warte. Es tut mir leid. Was tut dir leid? Das mit dem Grundstück. Und das mit dem Baby. Und das eben auch. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Also in erster Linie bist du mal sternhageldicht. Richtig. Aber sag mal, hast du deine Pille dabei? Ja. Gib mal. Was machst du denn? Hör auf! Du weißt doch gar nicht, was das mit einem Mann macht, wenn er die Pille nimmt. Aber ich weiß, was mit einer Frau macht, wenn sie es nicht nimmt. Was? Was meinst du? Lass uns einen Schritt weitergehen. Lass uns ein Baby machen. Auf Mallorca. Vom Mausbär und vom Bienchen. So ein klitzekleines Mausebienchen. Baby, meinst du echt? Baby, meine ich echt. Wow. Ein Baby machen. Auf Mallorca. Auf Mallorca. Baby. Auf Mallorca. Baby machen auf Mallorca. Baby machen auf Mallorca. Nein, Fitchi. Das Baby ist gar nicht nicht. Fitchi, Baby machen auf Mallorca. Mausbär? Das nimmt man eigentlich mit Wasser. Kommst du auch gleich? Ich mache mich nur noch fürs Bett fertig. Wie war es denn überhaupt? Auf jeden Fall war es. Keiner wollte mit mir nach Nürnberg fahren. Also ich wäre mitgefahren. Hallo? Hallo? Ich war Marketingleiter in einer der ältesten Brauereien Bambergs. Ein cooler Job eigentlich, denn das Bier schmeckte sensationell und gut bezahlt wurde ich auch. Es gab nur ein kleines Problem und das war ich. Ah, herrlich! A Kellerbier am Morgen, kurz sind alle Sorgen. Willkommen zur letzten Sitzung vom Sommerurlaub. Wie ihr vielleicht wisst, hat unser geschätzter Kollege Greulich vom Marketing sich so bei Gedanken gemacht, wie man unseren Profit noch ein wenig, wie sagt man heute doch, optimieren können. Greulich? Ja, danke. Also Punkt 1, Entwicklung eines Online-Shops. Fats. Was? Fats. Und ein Bier wird gekauft, was gemacht wird. Und das ist schon mal nicht im Internet. Weiter gräulich draußen, ist schönes Wetter. Punkt 2, Einführung von alkoholfreiem Bier. Fats. Wer soll denn so eine umdrehungslose Katzenbrumse trinken? Also laut der letzten Marktforschung besteht die Kernzielgruppe aus Sportlern, Schwangeren und Muslimen. Ich will genauer. Wenn Sie jetzt einmal so an die letzten Jahre denken, wie oft hat der schwangere Muslimin auf dem Rennrad nach einem alkoholfreien Bier gefragt? Na prima! Nur was, Gräulich? Nee.
Alles im Griff. Ich hab was dich aufmuntert. Was denn? Komm. Jetzt sag schon, was mich aufmuntert. Ist Mallorca abgesagt vielleicht? Hab da mal eine Viertelstunde Geduld. Eine Viertelstunde? Da sind wir. Hier. Aber hier ist ja gar nichts. Eben. Hey, was feiern wir denn? Habe ich was verschützt? Also, dein Vater und ich, wir haben so ein bisschen gerechnet die letzten Tage. Mein Vater und du? Ja, was habt ihr denn so gerechnet? Eifeler mit Würschinken ohne Kloß. Das kannst du nicht machen. Nicht vor die ganzen Leute, nicht in Bamberg. Ich wollte ja nach Nürnberg fahren. Wisst ihr was? Ist doch egal. Hey, Jungs. Na, habt ihr Spaß? Was ist das denn? Das ist ein Junggesellenabschied. Ohne Weiber. Warte, Miri. Das meint er nicht so. Oh, doch, das meint er so. Unnötig zu erwähnen, dass wir Jason an diesem Abend nicht mehr gesehen haben. Und auch Checo sagte das, was er immer sagt, wenn er genau das 10. Bier intus hat. Ich muss los. Und mit dieser Gurkentruppe fahre ich bald zum 10. Mal nach Mallorca. Gleicher Strand, gleiches Hotel. Garantieren wir Checo wieder Rennbanane fahren. Ist doch lustig. Nee. Lustig war es früher, als wir alle noch cool waren. Looking for a little affection. I took a shot as a contestant on the Love Connection. The audience voted, and you know they picked a winner. That's why I thought you'd play around with Tony Tomatina. You know what I'm saying? That pitch is a monster, y'all. Frank is Tony Medina. Alter, das kannst du mir doch nicht antun. Mensch, Bitschi, wir können doch nicht bis 80 durch Kneipen ziehen und Unsinn machen. Ja, irgendwann muss auch mal knirschen. Was muss denn bitte knirschen? Ich kies auf was von meinem eigenen Häuschen. Ich will einen Schritt weitergehen, Bitschi. Also, dass ihr da rauszieht, das verstehe ich echt nicht. Bist du nur eine Viertelstunde von hier? Eine Viertelstunde? Mit dem Auto oder zu Fuß? Ich will Familie, Bitschi. Ich will Kinder. Mit Biggie? Mit wem denn sonst? Schon vergessen, ich heirate übermorgen. Ja, stimmt, aber. Was ist denn dein Plan eigentlich so? Ne? Wie geht's mit dir und der Biene bei? Also, zumindest ziehen wir schon mal nicht raus. Das ist alles. Ihr zieht nicht raus. Das ist dein Lebensplan. Ihr seid doch jetzt 8 Jahre zusammen. Auf was wartest du denn du? Aber es geht doch hier nicht um Biene. Und was denn sonst? Ja, ums ganze Leben. Ich will einfach nicht so enden wie alle anderen auch, ja? In so einem spießigen Reihenhäuschen mit so einem sauber polierten Familienvan davor und einem Bierbauch wie Checo. Ja, was du natürlich verhindern tust, indem du nicht rausziehst. Ja, richtig. Ich hätte gerne noch so einen Gin Tonic und mein Freund hier, den machst mal irgendwas, was ihn so richtig flasht. Soffles Weibsvolk. Das war er dann also. Arnes letzter Abend in Freiheit. Al, ich muss dir was sagen. Ich glaube, ich kann meine Freundin nicht ausstehen. Sieh dich auch nicht, Pichi. Und ich muss dir noch was sagen, bevor du heiratest. Deine Freundin spricht wie eine Ente. Das weiß ich. Gut. Träum was Schönes, mein Gutser. Quack. Quack, quack. Scheiße. Info gehabt. Komm, mach mal Nucke, Mann. Mach nur mal. Liebe Arne, liebe weiße Frau, ihr seid heute in der Haus von der liebe Gott gelatscht, um euch das Jawort zu geben für die zweite Amtszeit von eurer Lebe. Nee, Bau. Ist ja so. Die Ehe ist wie Fußballspiel. Manchmal schön und spannend, aber manchmal brutal. Und du willst weglatschen, bevor die abpfiff. Aber nee, das geht nicht. Wenn du bist intim,
dann bist du ihr Kind. Und du bist rein in den Zweikampf. Und wenn du gut machst, Frau wird rund. So, wir kommen jetzt zu dem Wichtigsten von allen. Manche sagen, das zu Trauformel. Ich sage, Elfmeter ohne Torwart. Lieber Arne, gelobst du deine Ente zu Liebe und zu Ehre, bis in alle Zeit, und wenn sein muss, auch bis in Verlängerung? Ja. Ah, du gut. Und du, weiße Frau? Ja. Jetzt könnt ihr euch Kussi-Kussi machen. Dann erkläre ich euch von der ganzen Mannschaft für Eheleute. Bitte weiße Popo erhebe für Lied Nummer 783. Es gibt nur ein Rudi Voller. Der erste Teil des Entenplans war schon mal aufgegangen. Heiraten, Baby, Haus. Quack, quack, quack. Und irgendwie wurde ich das Gefühl nicht los, dass die Ente mir die Sache mit dem Pfarrer übel nahm. Ich hasse dich. Glückwunsch. Tolles Leid. Jetzt half nur noch eins. Gegenfeuer. Wer von euch hat in der Regel mehr Lust auf? Alle waren wirklich gut drauf. Und ich hatte auch Spaß. Denn je bekloppter die Spiele waren, desto weniger musste ich an Kunststücke und Babys denken. Sag mal, was hast du eigentlich zur Hochzeit beigetragen? Ich habe sie nicht verhindert. Und zur Krönung gab es noch die monatelang anstudierte Sahnenummer von Biene und Steffi. Aber bitte mit Ahne. Eine winzige Kleinigkeit hatte ich bei meinen 2 Sekt, 3 Bier und 4 Gläsern Frankenwein allerdings nicht bedacht. Und hier kommt der beste Freund des Bräutigams. Hier ist Pichi Fröhlich mit seiner Akkordeonnummer. An der Finanzierung für das Grundstück hier. Und was ist dabei so rausgekommen? Wir haben es reserviert. Freust du dich gar nicht? Doch, freue ich mich. Irgendwie. Also ein bisschen ganz tief innen drin. Pass mal auf. Hier wäre das Wohnzimmer. Schön. Und da. Au. Hier die Küche. Bad. Mhm. Schlafzimmer, Kinderzimmer. Der Blick ist der Hammer. Entschuldigung, was wäre das für ein Zimmer da? Das Schlafzimmer. Nee, ich meine das andere. Das Kinderzimmer. Och, Peachy, das nur für den Fall der Fälle. Ich meine, wir sind 8 Jahre zusammen, da muss man auch mal einen Schritt weitergehen. Ja, doch nicht ausgerechnet heute. Ich meine, natürlich, wir haben gesagt, irgendwann, da müssen wir uns entscheiden. Aber wann ist irgendwann für dich? Wann ist irgendwann? Also, irgendwann ist zumindest schon nicht heute und schon gar nicht unter der Woche. Also ich finde, ein Baby würde uns gut tun. Bitte was? Ein Baby. Baby? Aber ein Baby hat doch noch nie eine Beziehung gerettet. Biene. Biene, es tut mir leid. Biene? Biene? Es tut mir leid! Biene! Keine 3 Stunden später rettete mich Jason aus dem grünen Nichts. Ich beschloss, dass Biene die Worte Grundstück und Baby nie gesagt hatte. Und natürlich würde es mich aufmuntern, wenn meine Hochzeitsüberraschung für Arne klappte. Das ist ja geiler als die Rennbanane auf Malle. Malle, ey. Was ist denn los mit dem? Der stand mit einer leeren Sektflasche kurz vor Stegerauerach, 15 Minuten von hier. Ey, ich steh vor dir, frag doch einfach mich. Was ist denn los mit dir? Geh dich einen Scheißdreck an. Grüß Gott, die Herrschaften. Grüß Gott, Herr Braun. Gott. Ich dachte, dass Sie da sind. Ja. Ich muss doch wissen, was ich mir ein Brautpaar zumuten kann. Ja, dann wird wohl das Beste sein, Sie setzen sich mal drauf. Ah, ich weiß nicht recht. Bin ich schon ein wenig alt dafür, oder? Ach, was? Rauf auf den Bullen und festhalten, dass nichts passiert? Naja, unser Herrgott reitet ja mit. Jetzt. Jetzt schauen wir mal. Wie geht das? Ach, keine Angst, Gott reitet mit. Oh. Oh, 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 oh. Was war's? Was ist denn das? Gott hätte sich besser festgehalten, oder? Schlüsselbeinbruch ohne Gehirnerschütterung. Ja, wobei das Schlüsselbein eigentlich nur angebrochen ist. Sag der Arzt. Ich hab's gewusst. Ich hab's einfach gewusst, dass du's wieder irgendwie versendest.
Es gibt aber auch eine positive Nachricht. Ich habe jetzt schon einen Ersatzfahrer gefunden für morgen. Ich war gerade bei ihm. Ah, der Fußballverrückte. Dürfte ich als Braut vielleicht auch erfahren, wer unser Pfarrer ist? Nein,